In diesem Video lernst du, was Zinkbleche sind und was du bei der Verarbeitung von solchen Blechen beachten musst. Zinkbleche haben im Spengehandwerk fast schon Tradition. Sie werden zum Beispiel bei der Gestaltung von Dächern und Fassaden sowie bei der Entwässerung von Dächern eingesetzt. Heute werden ausschließlich Bleche aus legiertem Zink verwendet, und zwar sogenannte Titanzinkbleche. Schauen wir uns doch den Unterschied der beiden Werkstoffe mal etwas genauer an. Zink ist ein einfaches chemisches Element, ein bläulich-weißes sprödes Metall. Titanzink hingegen ist eine Legierung, ein Gemisch aus verschiedenen Metallen. Es besteht aus Zink und enthält eine geringe Menge an Titan, Kupfer und Aluminium. Im Vergleich zum reinen Zink ist es korrosionsbeständiger, weniger spröde und mechanisch belastbarer. Beide Werkstoffe haben aber eins gemeinsam. Zink entwickelt mit der Zeit wahre Superkräfte, die sozusagen für den hohen Korrosionswiderstand verantwortlich sind. Aber schauen wir uns das anhand eines Titanzinkblechs mal etwas genauer an. Solche Zinkbleche haben unbehandelt zuerst eine matt glänzende hellgraue Oberfläche. Aber mit der Zeit fängt sich das Zink an zu verändern. An der frischen Luft und dem Niederschlag ausgesetzt, bildet das Blech allmählich eine blau-graue Schutzschicht aus Zinkcarbonat, die sogenannte Patina. Wenn du ein Titanzinkblech fachgerecht verlegst, kann es schon mal bis zu 100 Jahre halten. Aber Achtung, diese chemischen Prozesse, die eigentlich dazu dienen, eine schützende Patina zu bilden, können unter anderen Umständen ziemlich nachteilig für unser Blech sein. Denn werden Zinkbleche nass oder feucht und es kommt nicht genügend Luft an die Oberfläche, bildet sich rasch Zinkhydroxid, das auch Weißrost genannt wird. Da reicht es schon, wenn du die Bleche auf der Baustelle übereinandergelegt lagerst und diese nass werden. Bereits am nächsten Morgen haben die Profile unschöne weiße Flecken bekommen, die ohne mechanische Nachbearbeitung nicht mehr verschwinden. Wir wollen ja nicht, dass unser Ergebnis am Ende so aussieht, oder? Noch schlimmer wird es, wenn die Unterseite der Zinkbleche immer wieder nass wird, was bei artiger Abdeckungen und Stehfalzblechdächern passieren kann. Warum? Vielleicht durch unsachgemäße Verarbeitung, fehlende diffusionshemmende Schichten oder sogar Dehnungsrisse in den Blechen. Das Blech wird dann praktisch von innen heraus verzehrt und alles, was übrig bleibt, ist ein weißes Pulver. Wie hier. Ziemlich unschön, oder? Das ist auch ein Grund, warum einige Hersteller eine Strukturmatte als Unterdeckbahn bei der Verlegung eines Stehfalzdaches aus Titanzink vorschreiben. Also gib gut Acht! Jetzt hast du dich schon mal aufgewärmt. Gut, das Thema ist nämlich noch nicht zu Ende. Klicke hier, um zu unserem Teil 2 Video zu gelangen, denn da tauchen wir noch tiefer in die Materie ein. Habt ihr Ideen für weitere Videos? Dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um direkt zu unseren Feedbackbogen zu kommen. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat, und abonniert uns, um keine neuen Folgen zu verpassen. Lehre to go ist ein Projekt von Ibis Akam, gefördert von Arbeits- und Wirtschaftsministerium. Erarbeitet in Kooperation mit den Bundesinnungen der Bundesinnungsgruppe Bau-Nebengewerbe.